Hallo, in dieses Video will ich mal über das Thema Lernen und wie man lernt reden und so meine Meinung dazu. Und zwar, ich kriege es oft mit, sei es online oder durch Kollegen oder Leute, dass Leute oder viele wollen einfach Thema XY lernen. Ich will Python lernen, ich will C lernen, ich will Excel lernen, ich will das. Aber ohne eine gewisse Richtung oder ohne eine gewisse Richtung zu haben. Also, meine erste Frage ist, wozu Excel oder wozu Python und wozu das da? Und meistens kommt keine eine ganz vage Antwort. Ja, ich will es können. Das ist nicht ausreichend. Denn heutzutage, wenn man was lernen will, muss man sich auf etwas fokussieren, weil auch wenn ich jetzt ein ganz normales Programm nehme wie Excel, das wird von vielen Leuten benutzt. Ich habe früher Excel unterrichtet, in Erwachsenenbildung, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und ich habe auch mit Excel gewisse Prototypen oder Anwendungen gebaut, mit Excel und VBA. Und ich hab noch nie eine Pivot-Tabelle benutzt. Ich habe zwar unterrichtet, wie man eine baut, aber ich habe persönlich oder geschäftlich nie eine benutzt. Szenario Manager auch nicht und so weiter. Und deswegen hier ist die Frage, welche Richtung nehme ich? Und ich denke hier, der beste Ansatz, wenn man was lernen will und wenn man effektiv lernen will, ist, dass man sich ein Problem oder ein Anliegen sucht. Also zum Beispiel, ich mache viel Sport. Und zurzeit die ganzen Workouts schreibe ich in so ein Excel-Sheet, wo da die Übung steht, dann stehen die Wiederholungen und die Sets und so weiter. So, das wäre, wenn man se so sehen will, Prototyp Version 0, ganz einfaches Excel-Sheet. Wie kann ich Version 1 gestalten? Wie kann ich Version 2 gestalten? Und so weiter. Jetzt kann sein, dass manche Leute sagen, okay, ich habe keine Zeit für sowas, ich will sowas, was mich geschäftlich weiterbringt. Erstens, so eine Anwendung ist mehr wert, als 500 Kurse besucht zu haben, weil diese Anwendung, auch wenn es eine, entweder ist sie zum Runterladen da oder als Webapplikation, die kann jeder sehen und somit bestätigt, dass man etwas erstellen kann, lernfähig ist. Und dass man, weil beim Erstellen ist so, wenn man was erstellt oder wenn man ein Problem löst, muss man viele Kompromisse machen. Und das muss man bei normalen Kursen nicht machen. Also wenn ich jetzt einen Kurs mache mit Python oder mit Access oder was immer, von 0 auf 100, ist alles so schön vereinfacht erklärt, aber ich muss selber nichts entscheiden. Aber während, wenn ich jetzt was baue, muss ich dann immer Entscheidungen treffen, jeden Weg. Webanwendung, keine Webanwendung, welche Sprache benutze ich, Datenbank, SQLite, Postgres, MySQL und dann natürlich auch warum. Und natürlich die Antworten, die Warums von heute sind ganz anders als die Warums von nächstes Jahr, weil nächstes Jahr bin ich dann viel, habe ich mich auch entwickelt und da habe ich viel intelligentere Antworten als heute. Das betrifft alle. Und von daher denke ich, Projekte zu unternehmen, sei es, um eigene Probleme zu lösen, sei es, um ein Hobby zu erfüllen, oder auch, dass man sagt, okay, ich will mich in diese Richtung bewerben, ich will mich in diese Richtung entwickeln und das sind so meine, oder das ist mein Portfolio-Projekt. Zum Beispiel, wenn mich jetzt die Finanzmärkte interessieren als Programmierer, dann würde ich so eher so etwas, so einen Aktienbeobachter oder sowas erzeugen. Und ich denke, wenn man klein anfängt, sagt, wie jetzt mit den Workouts, also man sagt, ich fange an mit dem normalen Prototyp und sei es in Excel. Oder wenn ich jetzt und dann diesen Prototyp Schritt für Schritt weiterentwickeln. Erst Excel, dann Excel mit VBA, dann Python, dann komplizierteren Python, dann Python und C und so weiter. Und oder wenn ich jetzt eine Webseite baue, ich kenne kein HTML, gar nichts, dann wäre der beste Anfang, bevor ich 100 HTML-Kurse machen. Am besten ist, ich fange an mit PowerPoint.
und erstelle meine Website, also oder Websites in PowerPoint. Und dann, okay, wie kann ich dieses PowerPoint in HTML umwandeln? Vielleicht kann ich von PowerPoint auf so eine Applikation gehen, die die Webseiten für mich erstellt. Ich weiß, es gibt zahlreiche, habe ich den Namen vergessen, so wie von Adobe und so, kann sein InDesign, ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Und die erstellen den HTML für mich. So, das wäre der nächste Schritt nach Python, nach PowerPoint. Dann von der Anwendung kann ich dann direkt HTML, CSS, JavaScript manuell programmieren. So, und dann kann ich auch dann serverseitige Sprachen hinzufügen wie Python und so weiter. Also das heißt, am besten lernt man durch eine Weiterentwicklung von seinen eigenen Projekten und am besten, man nimmt sich so Projekte, vielleicht sind es große Projekte, aber am besten, man fängt mit diesen Projekten ganz klein an. Mit einem ganz Prototyp Version 0, ich sage immer die Version 0, die muss ja nicht super duper sein, aber das wäre der erste Schritt. Und es kann sein, dass es nicht mal annähernd zum Endprodukt ist, wie jetzt eine PowerPoint-Webseite ist überhaupt nicht ähnlich wie die Webseite, die ich mir vorgestellt habe, aber es ist der erste Schritt. Und dieser erste Schritt klärt auch viel. Und deswegen denke ich, wenn man lernen will, denke ich mal, der beste Weg ist, dass man mit etwas anfängt, egal für was zum Grund und egal was es ist. Hauptsache, man fängt mit etwas an, ein Projekt. Und natürlich wird man merken, dass es komplett unausreichend ist. Das ist komplett, in einem Jahr wird man zurückschauen und denken, vielleicht ist es eine Blamage, keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es ein notwendiger erster Schritt. Ist wie in allem Leben, die ersten Schritte, wenn jetzt ein Kind läuft, die ersten Schritte sind nichts. Also kein Erwachsener wird so laufen. Oder wenn ein Erwachsener so läuft, dann ist er irgendwie hat er was. Und so ist es auch mit dieser Entwicklung im Lernen. Die ersten Projekte, die man angeht, sind Schrott, relativ zu was man dann später erstellt. Dennoch ist dieser Schrott sehr, sehr wichtig, weil man erkennt nur, dass es Schrott ist, wenn man sich verbessert hat. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe und in 10 Jahren finde ich das Buch immer noch toll, dann habe ich mich ehrlich gesagt in den 10 Jahren überhaupt nicht entwickelt. Aber wenn ich in 10 Jahren das Buch Schrott finde, das ich selber geschrieben habe, dann habe ich mich in den 10 Jahren so entwickelt, dass das, was ich vor 10 Jahren geschrieben habe, komplett Kinderkram ist oder nichts wert. Und von daher denke ich, wenn man lernen will, denke ich, einfach Probleme anpacken und nicht Angst haben, die anzupacken und sich selber zu committen und zu sagen, ich will dieses Jahr einen Workout-Planer haben. Und der soll als Web-Applikation und sei es lokal auf meiner Maschine laufen. Selbst wenn man diesen Commitment nicht schafft, man weiß, woran man gescheitert ist und wenn man Interesse hat, kann man sagen, okay, ich gehe in diese Richtung, tue mich da verbessern, da sind meine Mängel, oh, ich habe zu wenig JavaScript, ich habe zu wenig das, mein Design taugt nichts, ich muss mich mehr mit Webseitendesign kümmern, etc. Man kann seine Schwerpunkte sehen. Und das Schöne ist, wenn man Projekte macht, man sieht sofort oder man merkt von sich aus, wo sind die Schwerpunkte. Weil es sehr einfach ist, dass ich sage, ich lerne das da, ich lerne das da, ich lerne das da, ich kann zig Kurse machen und im Endeffekt kenne ich alles, aber ich bin Meister von keins. Dennoch, wenn man ein Projekt macht und man bleibt bei dem Projekt, nehmen wir an, ich mache jetzt einen Workout-Planner und ich baue an dem Workout-Planner 5, 10, 15 Jahre, ich bin dann quasi ein Experte in der Richtung. Und das gibt mir einen höheren Wert, als jetzt einfach der jemand, der 50 Kurse besucht hat. Ja, und was hast du gebaut? Ja, gar nichts. Ja, das ist so. Und das muss man sich überlegen. Deswegen immer, sage ich immer schön erstellen, 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 erstellen. So lernt man am schnellsten. Mit den Fehlern, die man macht, mit den Kompromissen, die man machen muss und auch den Fokus. Man merkt dann, oh, für mich ist das wichtig, das muss ich lernen und dieser Fokus, das ist sehr wichtig. Und so lernt man am schnellsten.